Und wie heißt du, was Sascha? Ja. Das ist Sascha. Okay. Also. Und dann haben wir noch hier. So, wenn du magst, bleib hier gleich bei mir. So, für das nächste Spiel möchte ich euch die Regeln erklären. Nicht so schwer, aber auch nicht so einfach. Also gut zuhören. Das Spiel nennt sich die chinesische Mauer. Gut, also ich, also der Adam und ich, wir sind jetzt hier die Mauer, ja. Ja, das ist schön für euch, weil ich jetzt hier. Ja, wie Quallenkoralle, genau. Und zwar zwei Kinder. Die sind die Mauer. Ja, und wir müssen alle hier durch. Wenn zum Beispiel ihr beide hier gefangen habt. Genau, dann kommen Sie zur Mauer. Genau. Und unsere Mauer erweitert sich, ja? Wie bei der chinesischen Mauer. Größer, länger. Okay, das heißt, was ihr dürft, entweder unten durch, dürft ihr, warum nicht? Oder halt auf den Seiten. Ja, und ihr dürft nicht von uns gefangen werden, also beziehungsweise berührt werden, ja? Okay, gut. Also, wir versuchen es einmal. So, los geht's. Wir schauen einmal drauf. Thank you.
Also, da hast du schon. Da haben wir ein paar. Bei dem Spiel nehmen wir jetzt, das ist so, wir brauchen jetzt unsere beiden Hände, die frei sind. Ja, wie Sie sehen, die sind alle frei. Ja, genau, genau. Und zwar, die eine Hand hält jetzt unsere Nachbarin oder Nachbar. Das heißt, du hältst meine Hand. Und den Zeigefinger, ja, mit dem Zeigefinger, genau, da, also die Nachbarin oder der Nachbar hält mich jetzt ja an den Zeigefinger, okay? Und zwar, der Trick ist, ja, wir müssen schnell genug sein, weil man, ja, eine Geschichte erzählt, eine Kurzgeschichte, und wenn ein Wort gefallen ist, ja, das heißt, wenn ihr euch erinnert, dieses Wort ist das, was gesagt wurde, dann muss man ja alle Hände wieder wegschnappen. Muss man sie alle wieder wegziehen, sonst diejenige von eurem Nachbarn, die euch dann so festhält, ja, hat euch quasi, was heißt das dann? Gefallen, oder? Ja. Okay, also. Wir achten jetzt auf das Wort Geburtstag. Das ist jetzt unser Geburtstag. Ja, also ich beginne jetzt mit der Geschichte. Also ich hält euch jetzt alle an der Hand und rechte Hand vom rechten Hand den Zeigefinger in die Hand der Nachbarin. So, einmal aufzeigen mit dem Zeigefinger. Ja. Sehr gut, einmal mit dem Zeigefinger aufzeigen. So, aber ich beginne jetzt. Also ich achte jetzt auf das Wort Geburtstag. Wenn das Wort Geburtstag gefallen ist, müsst ihr euch die Hände wegziehen. Wenn es zuschnappt, der Nachbar dann selbst gefangen. Ja? Okay. Also, ich beginne jetzt mit meiner Geschichte. Wir sind jetzt alle heute zusammengekommen, und wir spielen Spiel. Um die Geschenke zu verteilen, um die Spieler miteinander zu spielen, da Eva, Adam und Jabu Geburtstag hat. Schnell weg, sonst schnappt es ja der andere zu. Ja, so hat es ja jetzt verstanden. Okay, also. Wer mag jetzt auch eine Geschichte erzählen? Ich! Und wer ist dabei hier? Ja, schneller. Chabu? Ja. Du musst nur sagen, das Signalwort. Auf was wir achten müssen. Das Signalwort muss man jetzt dann wissen. Nein, nur das Wort. Und danach erzählst du eine Geschichte, und wenn du das Wort sagst, dann müssen alle Kinder dir eine Geschichte sagen. Ja. Genau, jetzt suchst du zum Beispiel, du suchst jetzt das Wort Liebe aus. Warum nicht? Ja, dann findest du eine Geschichte mit Liebe. Mir gibst du doch. Mama, das geht jetzt. Ich bin jetzt.
ging es mit der Geschichte? Wir haben gesagt Blume. Ich habe einmal war spazieren, ich habe eine wunderschöne Blume gesehen. Hat sie ja schon so geschnappt? Ja. Okay, gut. Wer macht gleich das nächste Geschichte-Erzähler? Eva! Schnell in die Reihe! So, wir drehen uns dann zur Wand und wenn wir aufzählen und sagen, ohne wenn der Blitz, müsst ihr stehen bleiben. Ja? Und der Erste, der da herkommt, ist dann dran. Genau. Okay? Okay, dann wechseln wir uns ab. Passt. Okay, alle Kinder auf die Linie. Jetzt die Linie da, alle Kinder zur Linie. Auf die Linie, alle da, dann fangen wir die Linie auf. Ja, genau. Okay, das ist nicht nur noch jetzt, oder? So, alle. Laut zählen. Eins. Nein. Donner, Wetter, Blitz. Okay. Donner, Wetter, Blitz. Jetzt umdrehen. Und der sich bewegt hat, den musst du zurückschicken. Genau. Wer sich berührt, der hat sich verloren. Schiebung. Das wissen nur die Älteren. Nein. Boah, ist ja kein Problem. Wir machen Feuer, wenn wir uns freuen. Donner, Wetter, Blitz. Oh. Von verschiedenen Tieren, ja? Seht ihr die? Das sind ganz viele Bilder. Ganz viele Bilder. Haben wir das alle gesehen? Aber so schwarz-weiße, gestrichelte. Und wir wollen jetzt diese Bilder anmalen. Wollt ihr mir helfen, die Bilder anzumalen? Ihr habt alle ganz, ganz hübsche Klamotten an, haben wir gesehen. Ganz viele schöne Farben dabei. Und ich wollte jetzt, dass jeder von euch die Farbe von seinen Kindern. So, alle Kinder Farbe rein. Da, Farbe rein. So, schauen wir uns jetzt an. Wir machen noch einen Zauberspruch. Hokus pokus, simsalabim. Die Farben sind jetzt drin. Jetzt müssen wir aber die Farbe wieder weglöschen. Wir wollen, dass das Heft komplett leer ist. Ja, wir wollen, ganz viele weiße wir wollen einfach die Farbe weglöschen, damit wir das wieder benutzen können. Das heißt, wollt ihr jetzt wieder alle die Farbe zurücknehmen aus dem Heft raus und zurück? Ja? Ja, da sind auch weiße Linien drin. Komm, die Farbe zurücknehmen. Die ganze Farbe zurücknehmen. So, nimmst du die ganze Farbe zurück, da? Da fahren wir zurück, sehr gut. Und schauen wir uns jetzt wieder an. Abracadabra, simsalabim. Die Farbe ist jetzt weg. Es ist ja ganz weiß. Da sind alle Bilder weg. So. Ihr habt zu viel Farbe mitgenommen. Ich brauche jetzt meine Bilder zurück. Also möchte ich, dass ihr meine Bilder zurück rein tut. Bitte nochmal alle drauf, gerade schon die Bilder zurück rein. Alle Bilder zurück rein. Ja, bitte alle Bilder zurück rein. Hier. Ja, bitte, drauf. So. Abracadabra, simsalabim. Die Bilder sind wieder drin.
normalerweise ist er ganz stramm und gerade, ja? Aber es hat sich noch am Abend nicht mit genügend Energie aufgeladen. Es braucht ja alles Energie. Und ja, ich möchte jetzt gerne, dass ihr mir hilft, auf das Seil drauf zu pusten. Ganz, ganz viel Energie. Also einfach mal drauf pusten. Alle mal drauf pusten. Alle mal drauf pusten. Ganz viel drauf pusten. Ganz viel drauf pusten. Ganz viel drauf pusten. Hier einmal raus. So, schauen wir mal. Yeah.
Nein, doch. So, Maxi, Schatz, gehst du in die Mittelstelle und aufpassen? Ich glaube, die machen das.